Heute Abend ist es also soweit. Heute Abend entscheidet das britische Parlament. Und danach werden wahrscheinlich weiterhin viele Fragen offen bleiben. Willkommen zu dieser Sendung. Ja, die Erwartung der meisten Beobachter zumindest ist mal, dass die Abstimmung mit einer Ablehnung des Brexit-Deals zwischen der EU und der Regierung Theresa Mays enden wird. Und was kommt dann? Die Regierung May hat dann 3 Tage Zeit. Großzügig gerechnet könnte man sagen, bis Montagmorgen. Zeit, einen Plan B zu präsentieren. Das zumindest hat sie vom Parlament aufgetragen bekommen. Im Prinzip gibt es 5 Szenarien, die zurzeit besprochen werden am Markt. Das eine ist der No-Deal-Brexit, das erwartet der Markt eher nicht. Dann könnte es auch sein, dass es Neuverhandlungen mit der EU gibt, ist auch eher unwahrscheinlich, weil die EU das eigentlich aktuell strikt ablehnt. Es könnte Neuwahlen geben, das ist ein relativ das ist ein durchaus denkbares Szenario. Es könnte ein neues Referendum geben. Das will wiederum die Regierung May nicht. Also wenn es ein neues Referendum gibt, muss es wahrscheinlich auch Neuwahlen geben. Und es könnte auch eine Absage des Brexit geben. Davor warnt zurzeit Theresa May. Also was am Ende da tatsächlich kommt, das muss jeder Betrachter sich selber mal fragen und eine Antwort finden. Ich habe ehrlich gesagt noch keine gefunden. Ich lasse es mal einfach auf mich zukommen. Bin auch vor dem Brexit nur im Cable Short positioniert und das schon seit gestern Abend. Das hat mir also schon einiges gebracht, wie wir dann in den Charts sehen werden. Schwacher NY Empire State Herstellungsindex war heute noch ein Thema in den USA. Außerdem die Daten aus der Berichtssaison, wenn man ehrlich ist, ziemlich mäßig. JP Morgan sogar richtig schlecht und auch Wells Fargo nicht wirklich gut. Also die US-Großbanken haben da doch durchaus geschwächelt. Ganz gut war United Health, hat ihn aber dann am Markt auch erst später im Verlauf des Handels dann durchaus auch etwas gebracht. Stützend wirkte heute an den US-Märkten vor allem die neue Liquiditätshilfe der People's Bank of China in China. Und es gibt Gerüchte über Steuersenkungen in China. Das hat die Märkte also durchaus auch in Asien beflügelt. Davon konnte allerdings Europa nicht so richtig profitieren. Die Daten heute, NY Empire State Herstellungsindex hatte ich schon angesprochen, wirklich richtig schlecht. Und die Handelsbilanz aus der Eurozone, da ist der Überschuss wieder gestiegen auf 19 Milliarden Euro. Interessant dabei ist, dass der Handelsbilanzüberschuss gegenüber den USA auf 129 Milliarden Euro gestiegen ist, nach 107,4 im vorliegenden Monat, also im Oktober. Defizite hat die Eurozone unter anderem gegenüber China und Russland. Daher ergibt sich dann, dass der Überschuss insgesamt gar nicht so groß ist. Also gegenüber den USA ist er schon ziemlich beeindruckend. Schauen wir heute als erstes auf den S&P 500. Der hat es nämlich geschafft, über die 2600 zu kommen. Hält er sich da bis 22 Uhr, also kommt er zum Handelsschluss, ist endlich tatsächlich über die 2600, dann sieht das charttechnisch hier gar nicht mal so schlecht aus. Dann könnte man hier tatsächlich darüber nachdenken, ob man hier nicht favorisiert, dass man die 2700 anstrebt. Das wäre also durchaus ein denkbares Szenario. Auf alle Fälle haben wir hier diesen Aufwärtstrendkanal verteidigt auf der 2580 ungefähr, da auf der Wolkenkante, und sind nach oben ausgebrochen. Es ist jetzt nicht viel Dynamik, also man sollte schon noch bis heute Abend mal abwarten, ob das tatsächlich was wird, wenn man das langfristiger sehen will und Richtung 2700 kommt. Das ist übrigens keine Handelsempfehlung, das ist nur meine Idee, ganz einfach, die kann auch völlig falsch sein, denn es ist ein Blick in die Zukunft und wir sind alle keine Hellseher. Es kann auch immer ein bisschen anders kommen, das wissen wir auch. Der Dow Jones sieht gar nicht mal so schlecht aus, ist über die 24 wieder drüber gekommen, müsste sich da aber jetzt eben auch per Tagesschluss mal halten. Dann könnte man auch hier vielleicht so den Bereich 24.800 bis 25.000 durchaus mal ins Auge fassen. Da hat der DAX dann doch wesentlich mehr Schwäche gezeigt. Klar, der DAX ist natürlich ein bisschen mehr davon betroffen, was da auf der Insel an der Themse heute Abend so stattfindet und in den nächsten Tagen wahrscheinlich dann auch noch. Das hat die Marktteilnehmer jetzt nicht unbedingt dazu bewogen, hier mal ordentlich auf die Tube zu drücken. Wir hatten zwar heute früh dann den Test der 10.980 bis 11.000 nochmal, aber danach gab es dann wieder eine Korrektur bis fast 10.800. Wir haben jetzt da oben also ein Dreifach Top, das sieht jetzt nicht unbedingt bullig aus, aber solange wir über 10.800 bleiben, ist es auch nicht so richtig bärisch.
Auf der Unterseite auf alle Fälle 10.665 und dann die Region 10.400, 10.281 wichtige Supportzonen. Auf der Oberseite, naja, 11.260 vielleicht noch, aber wichtig wäre dann auf der Oberseite tatsächlich schon die 11.565, 11.570. Das könnte also durchaus passieren. Aus fundamentaler Sicht sehe ich das, was uns da in den nächsten Stunden blüht, wahrscheinlich dann doch, aber eher bärisch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der DAX, selbst wenn jetzt der S&P 500 und der Dow Jones ein bisschen ausbrechen, dass der DAX da in diesem Tempo mitmachen kann. Der DAX wird wohl hinter den beiden US-Indizes erst einmal zurückbleiben. Euro-US-Dollar ist heute Nachmittag ziemlich abgeschmiert. Da dürfte der Forex-Markt tatsächlich eben schon das eine oder andere vorweggenommen haben, was dann eben heute Abend passiert. Kann also auch sein, dass dann nach 20 Uhr, wenn dann die Abstimmung gewesen ist, der Markt gar nicht so heftig reagiert, weil er es schon eingepreist hat, zumindest mal was den Forex-Markt betrifft. Wir sind jetzt hier unter der Wolkenlinie bei 1,1415 und agieren damit wieder Richtung korrektiver Aufwärtstrend, den ich ja schon öfter angesprochen habe. Den sehen wir hier im Daily-Chart besser. Der Bruch wäre dann also so bei 1,1330, 1,1340. Dann könnte also ein Retest der 1,1210 passieren und danach wäre auch durchaus, wären Kurse unter 1,10 möglich. Wobei, ob das dann wirklich kommt, keine Ahnung. Dass der Euro heute nachgegeben hat, kann auch mit Mario Draghi zusammengehangen haben. Der hat heute eine Rede gehalten und hat da festgestellt, dass das Wachstum oder die Wirtschaftsdaten aus der Eurozone zuletzt schlechter waren als erwartet. Na sowas. Ja, Euro-Britisches Pfund. Zuletzt ja das Paar ziemlich unter Druck, aber jetzt bekommen dann die Anleger doch langsam kalte Füße. Der Euro liegt, konnte dann doch kontern. Wir haben dann jetzt hier einen schönen Doppelboden bei 0,8875. Sind dann auch schon über den nächsten Support dabei 0,8930 drüber gekommen, aber noch nicht über der Wolke. Wichtig meiner Ansicht nach dann auch noch vor allem da aus Ichimoku-Sicht die 0,8985. Kämen wir da drüber, könnte man tatsächlich wieder über die 0,91 nachdenken. Schauen wir ganz einfach mal, wie sich das Ganze dann heute noch entwickelt, wenn dann eben ja, die britischen Parlamentarier gesprochen haben. Schauen wir uns den Daily Chart an. Dann sehen wir bei 0,91 haben wir dann auch eben einen Dreifachtop. Das ist dann also charttechnisch schon ziemlich wichtig. Ja, und auf der Unterseite, naja, ich weiß nicht, ob da viel passieren kann. Die 0,8810 wäre nochmal ein wichtiger Support, aber dann müsste ja irgendwas passieren, was den Marktteilnehmern sagt, dass es in Großbritannien demnächst fantastisch wird. Sehe ich gerade nicht, fehlt mir die Fantasie zu. Wenn es dann so kommt, muss man eben mal schauen. Ne? Also auf alle Fälle ist es natürlich wichtig, egal wie dann die Abstimmung ausgeht, mal zu schauen, was der Markt daraus macht. Das kann nicht schaden. Cable, wie gesagt, heute deutlich unter die Räder gekommen, hat die 1,2815 gebrochen. Damit ist der Ausbruch über diese Marke, die er Ende letzter Woche geschafft hat, auf alle Fälle mal ein Fehlausbruch gewesen. Wichtig ist jetzt die Unterstützung bei 1,2707, bricht die auch noch, können wir ganz schnell Richtung 1,2350 fallen, wie wir dann auch sehr schön sehen im Daily Chart. Ein wichtiger Support davor ist sicherlich auch noch die 1,2480 und sollte das den Bären nicht reichen, gibt es auch noch die 1,2110. Interessant ist, dass Cable heute Nachmittag deutlich zugelegt hat. Naja, das Cable ist halt schwierig, nicht Cable zugelegt, sondern der FTSE 100, also der britische Aktienmarkt, hat heute Nachmittag deutlich zugelegt. Offenbar glauben die Marktteilnehmer, dass es für die britische Wirtschaft hervorragend ist, wenn das britische Pfund deutlich verfällt und man hat dann Exportchancen ohne Ende. Schauen wir ganz einfach mal, wenn es einen wilden Brexit gibt, hat man zum Beispiel schon mal das Problem, dass man nicht mehr so ohne weiteres in die EU exportieren kann. Das ist der wichtigste Handelspartner Großbritanniens. Also ob das dann am Ende aufgeht, da bin ich mal sehr gespannt. Euro, Schweizer Franken schauen wir uns noch an. Ich dachte mir, naja, der Schweizer Franken könnte ja so herhalten als sicherer Hafen. War er heute nicht so wirklich. Zwischendurch waren wir sogar fast an der 1,13, ging dann wieder runter, also ziemlich volatil. Der Markt kann sich noch nicht so richtig entscheiden. Wie ich ehrlich gesagt insgesamt eben auch nicht. Wie gesagt, ich mit dem britischen Pfund bin ich bärisch.
Aber ansonsten habe ich es einfach mal sein lassen und schau mal, was der Markt nachher macht. Ab 20 Uhr gibt es Abstimmung. Es kann sein, dass es vorher noch Änderungsanträge gibt, die abgestimmt werden müssen. Also wann die ganze Zeremonie dann irgendwann mal beendet ist und der Markt dann lostoben kann. Wenn er denn überhaupt tobt, das müssen wir ja auch abwarten. Das ist ja keine Gesetzmäßigkeit. Das kann also auch sein, dass der Markt sagt, ja, das haben wir so erwartet, okay. Dann warten wir mal weiter auf das, was als nächstes kommt. Ja, also diese Zeit ist nicht so ganz klar. Heute Abend dann auch noch der API-Rohölbericht aus den USA. Ganz klar, was ist morgen wichtig? Mark Carney, der Chef der Bank of England, wertet dann das Abstimmungsergebnis von heute auf alle Fälle mal aus. Und aus den USA gibt es, wenn es das dann gibt, die Einzelhandelsumsätze. Bei den USA sind die Termine ja immer ein bisschen mit Fragezeichen, weil da ja immer noch der Regierungs-Shutdown ist und deswegen auch die Regierungsbehörden keine Daten liefern. Am Abend auch gibt es auf alle Fälle das Beigebook morgen aus den USA. Das gibt's, weil die Fed, die hat Geld. Wenn nicht, druckt sie sich halt welches, nicht wahr? Deswegen kann es diese Daten dann wenigstens geben. Das ist wichtig, denn in 14 Tagen gibt es die nächste Fed-Zinsentscheidung. Da wird ja mit keiner geldpolitischen Änderung gerechnet, wie ja insgesamt es für die USA so aussieht, dass der Markt in diesem Jahr eigentlich mit keiner weiteren Zinserhöhung rechnet. Ein paar Quartalszahlen gibt es auch. Nach den schwachen Daten heute dürften die Banken durchaus eine Rolle spielen und Alcoa dann am Abend auf alle Fälle auch, denn Alcoa könnte ein Gradmesser sein, wie es denn um die US-Konjunktur insgesamt bestellt ist. Das war's für heute. Ich hoffe, es war interessant. Dann können wir uns schon morgen wiedersehen. Dann gucken wir mal, was dann bei der ganzen Sache rausgekommen ist. In diesem Sinne, wer das heute Abend versucht, irgendwie zu treten, viel Erfolg dabei. Und ansonsten schönen Abend und bis morgen.